Da kann man Sachen einlagern. Zum Beispiel Geld. Das hatten sie in Ägypten in der Bibel. Da haben sie doch dann die Vorräte. Gab's in Ägypten eigentlich sowas schon? Servus, jetzt gibt's wieder Worsters. Wir sind heute hier in Rosenheim in der Prinzregentenschule und da erklären uns die Kinder aus der zweiten Klasse wieder einen Begriff aus der Bankenwelt. Worsters, los geht's! Und da kann man Sachen reinlegen, so Vorräte. In der Bibel, hast du schon mal Bibel gelesen? Ich habe, wenn dann was vorgelesen bekommen. Da hatten sie doch dieses Hungerproblem, okay. Ist der Pfarrer umgeträumt hat. Ja. 7 Jahre gute Ernte und dann 7 Jahre schlecht. Wenn man reich ist, könnte man dann sein ganzes Geld verstauen. Ich habe ganz viel gesammelt und geerntet. Ja. Und als dann die 7 schlechten Jahre kamen, hatten die genug zu essen, weil sie es eingelagert haben. Das ist halt eine richtig große Halle, das muss halt nicht immer Essen sein, da können auch zum Beispiel Metallsachen oder so drin sein. Und da kann man Geld einlagern oder Waffen oder so. Zum Beispiel so ein LKW bringt solche Dinger, halt, damit man halt zum Lager etwas bauen kann. Oder Klamotten. Oder Menschen, die kein Haus haben, so Flüchtlinge. Oder ganze Banken, kann man da drin auch lagern. Und Begriff erraten? Wunderbar. Nochmal großen Dank und großes Lob an die Schüler der Prinzregentenschule in Rosenheim. Die haben das echt wieder wunderbar erklärt. Nächste Woche geht's bei uns weiter. Schaltet auch da wieder ein. Pfiat euch, Servus, habe dere.